Alter, was? Das ist die moderne Gesellschaft. Kennt ihr das? Wenn man nicht mehr ohne Smartphone kann? Auf dem Klo und so? Hier? Das ist extrem in der Badewanne dann. Gibt ja auch schon wasserfeste Handys jetzt, ne? Zum Schwimmen. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Ja, wir flüchten vor dem Leichenflatterer. Dazu müsste Six jetzt auch mitlaufen, weil beim ersten Mal ist sie mir nicht mitgelaufen. Und da bleibt die Kamera einfach stehen. Aber das liegt daran, dass ich sie an der Hand nehme, glaube ich. Das ist ein ganz blöder Bug. So kann ich es nämlich gar nicht schaffen. Denn Six ist jetzt plötzlich weg. Witzig, oder? Plötzlich verschwindet die. Die ist einfach weg. So, jetzt machen wir es nochmal richtig. Rein damit. Jetzt ohne sie an die Hand zu nehmen. Und dann läuft sie nämlich voraus. Ah, bin zu langsam. Boah, das war knapp. Das war aber knapp. Was macht er jetzt? Jetzt steckt er fest. Jetzt steckt er fest. Alter, das Spiel ist verbuggt. Was? Wie? Wer? Warum? Also nochmal. Six, komm. Steckt er wieder fest? Ah! Verdammt. Vielleicht kann ich da zum Schluss noch rutschen. Vielleicht geht das. Also ihr merkt schon, es ist gar nicht so einfach. Vor allem, weil es ziemlich random ist, ob das Spiel gerade will oder nicht. Hier, da ist es wieder schneller als ich dann. Hab's sicher verkackt. Weiß ich auch, dass ich es da verkackt habe. Ich brauche nur diese Taste. Das ist nichts. Ja, und diese vielleicht. Und da hüpfen wir durch. Und weiterlaufen. Jetzt hängt er wieder fest. Hängt einfach wieder random fest. Hier. Rutschen. Ah, nein! Nein! Wow! Woo! Woo! Schneller! Ja? Gar nicht so einfach, sich am Boden zu bewegen, ja, du Klopsi. Rein da! Nee, jetzt verbrennt er uns. Was? Ja, ich weiß schon, Hänsel und Gretel. Ja. Ich will da raus. Ich wollte doch da raus. Leute, komm. So, jetzt aber. Komm. Geh rein. Geh doch rein. Alter, das ist verbuggt. Ja, wie komme ich jetzt wieder raus? Komm, Six, mach mir die Tür auf. Oder Lüftungsgitter oder was auch immer. Ja, zu. Und? Feuer frei. So, Hänsel und Gretel, ne? Wisst ihr, was ich meine?
Schön warm, ne? Setzen wir uns ein bisschen hin ans Kaminfeuer und genießen die Show. Ach, angenehm. Man hört gar nichts mehr. Ja. Gut, dann starte ich jetzt mal den Timer, denn ich habe mir nicht gedacht, dass ich das jetzt schaffe. Und dann geht die Folge hier offiziell los. Six, kommst du? Kleines Monster, du? Hallo? Hilf mir mal rauf da, ja. Komm. Hier die Sackgasse durchsuchen. Ne. Ist nix. Gut. Deckautomat. Schade. Da hätte ich schon was erwartet, dass irgendwie was versteckt ist. Naja. Raus aus dem Krankenhaus oder was auch immer. Six, komm. Bevor wir in den Ring gehen. Setzen uns den Hut wieder auf, ja. Ja. Bin ich froh. Ein Schuh. Endlich mal wieder ein Schuh. Endlich, endlich. Bin ich froh, dass wir da raus sind. Ich wüsste aber trotzdem gern, warum hier nur Klamotten rumliegen. Keine Menschen mehr da sind. Oder keine Leute. Weiß nicht, ob das Menschen sind. Ja, es sieht richtig aus. Aber gehen wir zuerst mal da hinten rauf. Ne, da ist nichts. Okay. Ich sollte das lassen. Meine Vermutungen führen immer ins Leere. Was war das? Na? Hört ihr die Musik auch? Wah! Fröhliche Musik. Ist mal was anderes. Da hat sich einer aufgehängt. Boah. Hilfe, 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 Hilfe.
Ah ja, der wollte auch in den Fernseher rein. Ich würde echt mal gern wissen, was mit den Fernsehern auf sich hat. Aber wir kommen der Musik immer näher. Ah. Ach ja, der guckt den. Der guckt was durchs Schlüsselloch. Frage ist, wollen wir wissen, was. Alle Leute gucken in die Fernseher, ne? Ja, solange es so bleibt und die mir nichts tun. Aber was ist, wenn der Strom ausfällt? Oder mal Werbung ist? Alter, was? Das ist die moderne Gesellschaft. Kennt ihr das? Wenn man nicht mehr ohne Smartphone kann? Auf dem Klo und so? Hier? Das ist extrem in der Badewanne dann. Gibt ja auch schon wasserfeste Handys jetzt, ne? Zum Schwimmen. Wer braucht denn beim Schwendi... Beim Schwendi? Wer braucht denn ein Schwendi? Wer braucht denn beim Schwimmen ein Handy? Ganz ehrlich, Leute. Ich meine... Ja, ist okay, wenn es wasserfest ist und wenn es so ein paar Sekunden im Wasser durchhält, ja, wenn es mal reinfällt. Aber das ist ja so konzipiert, dass man damit schwimmen gehen kann. Da schwemmen die. Da ist ein Schloss vor, da können wir nicht raus, ne? Ach, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Wow! Hilfe! Das war der Megasprung. Auf, auf, auf. Auf, auf, auf. Jo. Sehe ich die Stockwerke so? Schlüssel. Ist hier noch was Tolles? Außer der Tasse? Bilder? Vielleicht eine Mütze? Oh, kann ich mich verstecken? Bin gar nicht da. Mach zu. Naja. Tasse nehmen wir auch mit. So, Six. Vielleicht findest du da drüben ja was. Komm mal mit. Komm mal mit. Cool, man kann sie blenden.
Nix. Wenn ich da reinhüpf, machst du dann zu? Ach. Schade. Hey Six, warum gehst du nicht mit? Wie mache ich das jetzt? Das heißt, es ist wahrscheinlich so, wenn der Aufzug oben ist. Den Aufzug noch für irgendwas? Ich komme ja von da links. Über den Aufzug rechts rüber. Ich müsste vielleicht aufs Dach vom Aufzug, ne? Oh, das ist zu weit. Das ist zu weit. Was ist jetzt los? Achso, ja. Ich muss dann aufs Dach vom Aufzug. Und Six muss den Hebel ziehen, ne? Frage ist nur, ob sie das macht. Dann würden wir weiter nach oben kommen. Uns das was bringt. Der Schlüssel. Frage ist, bringt uns das was? Weil sie läuft ja raus, sie bleibt nicht drin stehen. Gehe ich noch mal hoch? Wie sie auch die Staubfusel cool gemacht haben, ne? Die Textur. So. Jetzt bin ich oben, der Lift ist unten. Six ist auch oben. Ah ja. Ja, ja. Klar, macht Sinn. So, haha, das macht Sinn. Was ist das? Ein Secret? Ah, wo startet der hin? Wo steckt da ein Vogel in der Flasche? Schräg, 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 schräg. Na egal. Anscheinend finde ich keine Mützen mehr, aber ich finde viele von den Phantom-Männchen. Weiß ich, wie ich das nennen soll. Mützen wären wir zwar lieber,
Aber man kann nicht alles haben. So. Da raus in den Regen. Gibt's hier was Tolles? Verstecktes? Nichts? Schade. Alter, was ist jetzt los? Blade Runner. Dann klettern wir halt hier hoch. Ach, da hinten der Sender. Das wollte es mir zeigen. Ja, ja, ja. Da hinten ist der Fernsehsender. Die Wurzel des Übels. Genau. Du hilfst mir hier hoch. Da ist eine Kurbel, sehe ich. Kurbel, ich den Kleiderbügel hier rüber. Jawohl. Und drüber mit dir, Mädchen. So. Ach, und du bist das von mir, ja. Und dann würde ich sagen, springen wir darüber. Ja. Sehr gutes Teamwork. Ich finde, sie haben Six schön eingebaut. Also so, man braucht sie nicht unbedingt immer. Deshalb verlässt man sie auch immer wieder. Und irgendwie braucht man sie doch. Wisst ihr, wie ich meine? Also hier zum Beispiel. Das haben sie schön gemacht. Man ist trotzdem ab und zu allein, damit man sich ein bisschen gruseln kann. Das passt zu dem Spiel ganz gut. Hm, da ist noch eine Tür. Fenster. Ah ja, man kann da runterfallen, wenn man will. Gut zu wissen. Ach, man kann da vielleicht versuchen reinzukommen. Oder? Ja, nee. Das ist einfach nur zu. Ich verstehe. So. Oh. Schwimmt hier alles nur, oder? Ja. Da fehlt der Türknopf. Soll ich den Türknauf jetzt hernehmen? Ich will einfach aufschieben? Ah. Okay. Auch gut, auch gut. Leute, was ist da los? Warum läuft er denn nicht? Lauf doch! Warum läuft er denn nicht? Ja, es wird wieder Zeit, Leute. Es wird wieder Zeit. Komm, ja. Nein, nee, nee. Es ist wieder verbuggt. Ich muss das Spiel wieder neu starten.
geht wieder nicht. Machen wir jetzt einfach, komm, hier. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde hier Schluss machen. Tja. Krass.